Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte für den Marsch. Wir arbeiten jetzt weiter mit Flügen auf Feld 1. Dazu stellen wir mal kurz den Helfer ein. Dann muss ich mir ganz kurz Überblick verschaffen. Ja, die Aussaat von passt sogar. Abfahrer einstellen. Wir sehen da mit dem Gras aus, auf der Feld Nummer 415. Wir düngen aktuell auf der Wiese. Wieso ist der Dünger so voll? Muss ich mal ganz kurz gucken. Entladen nicht. Nee, war schon richtig. Aus. Also nicht kaufen. Normalerweise wäre der Ding schon ein bisschen leer gewesen. Aber kann also aus. Da waren wir bei auf der BGH. Wo sind wir jetzt hier genau? Ja, BGH. Jetzt fahren wir erstmal den LKW zurück. Ballen müsste ich keine mehr haben. Mit dem Nachtgeld wollte ich mir eine Wiese kaufen. Bietet sich an. Wir sind gerade auf Feld 3 oder Feld 12. Ansonsten wollten wir noch anfangen mit Mähen und Hessen auf der Wiese Nummer 27. Das werden wir gleich tun. Und da wäre mit Kursplay etwas schwierig. Beziehungsweise umständlich. Ach, der was gekauft. Den fahren wir mal zurück. Wir hatten ja, glaube, Raps oder irgendwann verkauft. Oder waren Sojabohnen? Machen wir Lichter machen. Innenansicht vor dir schalten. Weil da Lichter besser ist. Fahren wir zurück zum Hof. Formel 1 heute. Die freudige Nachricht: Der Modder will sich ransetzen. Unser Fett Action und die Karte Season Ready machen. Heute ist er bei der Farm kommen. Logischerweise kann er da nichts tun heute. Aber wie ich ihn so kenne, ist er so ehrgeizig, dass es im Laufe der nächsten Woche wahrscheinlich abschließen wird. Natürlich kann jeder bei seinem Kanal das verfolgen und es entsprechend ja, sich anhören. Machen wir noch die Restarbeiten nach. Er hat noch ein paar andere Sachen gemacht für die Kanalmitglieder, die entsprechend das extra bekommen jetzt. Muss ich jetzt alleine entscheiden.
Flug ist im Oben, ne? So also langsam. Der Traktor ist ein bisschen kaputt. Die wiegt auch. Werden wir ja reparieren. Sobald er mit der Wiese fertig ist, mit der Aussaat und mit Dünger streuen, werden wir schlafen gehen. Wo ein Bauer schläft ja nie, ne? Einer ist fertig, und zwar der mit Dünger streuen. Bin sehr gespannt, wie ihr mit klarkommt mit Season. Man muss hier dann einiges umstellen, was die Ernte angeht und die Aussaat. Die Aussaat zum richtigen Zeitpunkt, nicht zu früh und nicht zu spät. Und bei der Ernte muss Gas gegeben werden, dass es ja zur rechten Zeit alles ohne Dach und Fach kommt. Die Fruchtfolge ist ja neu, aber denkt mal, mal auch wieder sich reinfuchsen, dass man möglichst viel Ertrag bekommt. Was man sich hier abgewöhnen muss, es wird hier keine Baumwolle mehr geben. Normalerweise, so ist ja diesen Modding gedacht, Realismus, das heißt auf Deutsch, alles was hier im Norden nicht wachsen würde, wächst dann hier auch nicht mehr. Hopfen und Tabak wächst ja im Süden von Deutschland, also in Bayern wird garantiert Hopfen angebaut, ne? Gehen wir von aus. In Österreich ist das der Fall. In Österreich habe ich auch schon gesehen, dass Tabak angebaut wurde. Ich denke mal rein theoretisch wird Tabak im Norden auch wachsen, theoretisch. Ganz sicher bin ich nicht. Fährt er nur 15 km/h. Die Ecke muss ich noch machen, das ist doch nichts. Bei Tabak bin ich nicht ganz sicher. Weil. Aber müsste eigentlich normalerweise. Vom Klima her auf jeden Fall. Denn da macht es ja keinen großen Unterschied zwischen Nord und Süd. Nur dass im Süden halt ein bisschen früher warm wird und ein bisschen länger warm bleibt. Also müsste die Bäume noch entfernen. Die sind ein bisschen störend beim, wenn ich das zu dicht am Feldrand komme, rankomme, dann blockieren immer die Maschinen. So, dürfte alles sein. Wird nicht daran gehen, wenn wir was hören. Das wäre eine Maschine ja nicht, ne? Ganz kurz. Die Wartung gleich machen, aber erstmal werden wir darum kümmern, dass der andere fertig wird, abgelaufen wird. Mit dem Dünger streuen. So. Das machen wir gleich.
lassen. Kurz Kontrolle machen. Mit großen Karte. Ja, 15 ist ungefähr die Hälfte fertig und Feld 21. Ist alles abgeerntet, auf 13 auch. Auf 27 müssen wir noch. Ist ja voll gedüngt. Auf 2 brauchen Wachstumsstufe. Dann können wir da auch düngen. Echt Unkraut von Süden jetzt. Entschuldigung. Ja, jedenfalls will ich versuchen, die 3 zu kaufen. Die 3 kostet 655.000. Die 12 würde kosten, naja, 1 Million. Naja. Gut. Also er fällt 3. Machen wir Deckel zu. Erstmal Kurs löschen. Wir haben gleich Richtung Feld Nummer 27 fahren. Und da werden wir sofort einsteigen und Silageball machen. Oder per Kursplay. Mal sehen, was im Kurs errechnet tut. Aber er hat ja Probleme gemacht auf der Feld 21. Was der Platzbedarf da war. So, da sind wir. Dicht haben wir ja gescheit. Wir probieren es mit Cosplay. 27. Das können wir nicht kaufen, ne? Also ein bisschen kleiner nehmen. Bei 3 wird schon eng. Bei 4. Das Blöde ist, da kann man gleich 5 nehmen. Da kann er nur einen Kreis fahren. Meckert er jetzt gleich. Ich will die hier weg haben. Ah, geht nicht. Geht nur bis 4. Ist aber okay. Muss aber so weit wenden, ne? Wir haben gleich unseren Abfahrer nehmen, ne? Mal gucken, was richtig ist. Ja. Und gleich die Ballen nachsammeln. Und das zur BGH dort bringen. Weil mit die Ballen würde dann ja irgendwann im Weg stehen.
Ist aktuell ein bisschen eintönig, die ganze Sache, weil ich im Prinzip nichts aussehen möchte, um nicht in. Ja. Dass ich sofort wechseln könnte, ne? Bei Gras ist es nicht tragisch. Aber bei Getreide muss ich erst ernten, ne? Sonst ist es ja futsch, die Sache. Also es sollen viele Glasfahrzeuge rauskommen. In einem DLC im Oktober. So ist meine Information aus diesem kleinen Video. Auch wenn wir bei Seasons unsere Spielweise umstellen müssen. Das heißt, im Winter wird Holz gemacht, überwiegend. Natürlich können wir auch Waren verkaufen. Den BGH betreiben können wir dann aus dem Lagerprinzip. Zum Beispiel aus dem Silo für das Mais. Ist immer viel liegen, das ist immer so schön. Aber je mehr Kurven und drehen muss, umso blöder ist, ne? Mal schauen, was der andere macht. Gut aus. Klappt ganz schön, ne? So, was wollt ihr jetzt gucken? Ach so. Temperatur. Passt. Ich hab beinahe gekauft. Muss fürs Gewicht auch noch rein haben. So, liebe Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo gebt. Ich sage schon mal Danke. Das würde mich auch freuen auf ein Wiedersehen zur nächsten Folge. Dann sagt mal Tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.